So, weiter geht's. Nächste Runde. Dem das letzte Ding ja doch etwas länger geworden ist. Während das ultimative Böse durch Dämonen, Untote und ähnliches Kroppzeug abgelenkt wurde, konnte sich die Allianz erneut sammeln. Der junge Joffrey war König Robert auf den Thron gefolgt und fest entschlossen, den Tod seines Vaters zu rächen. Um dies in die Tat umzusetzen, plante er eine große politische Heirat und lud alle Adligen des Reiches ein, um deren Armeen zusammenzuziehen für einen gemeinsamen großen Schlag gegen die Horde. Irgendwie kommt mir das bekannt vor, ich weiß auch nicht. Ich kann schwören, ich habe das schon mal irgendwo gehört. Naja. Seien wir gespannt. Komm. Zur Hochzeit von Roberts Sohn Joffrey waren alle Adligen des Reiches der Allianz geladen. Sollten diese zusammen eine Armee bilden, würde dies sogar mit der Horde aufnehmen können. Selbstverständlich dachte das heimtückische Böse nicht daran, sich einfach so seinem Schicksal zu ergeben. Diese Adligen mussten ja zunächst anreisen und auf so einer Reise konnten allerhand Unfälle passieren. Mehrere Wege führten aus den verschiedenen Teilen des Landes zur Burg. Das nachdenkliche Böse würde diese alle im Auge behalten müssen, um rechtzeitig gegen anrückende Adlige vorzugehen. Zwei äußerst kampfkräftige Kreaturen hatten sich dem ultimativen Bösen angeschlossen, doch gingen sie bei einem Erdrutsch im Untergrund verloren. Oh Mann. Wahrscheinlich lebten sie noch, aber man würde nach ihnen graben müssen. Schauen wir erstmal hier die Truppe reinbringen. So, da. Probieren wir es doch mal von hier aus. Da ist rot, da ist rot. Und das ist viel. Schau mal. Da ist rot. Keine Verbindung. Doch, da. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Das wäre schon, was der hier hat. Gleich mal. Ach, hier soll der Geld hier nicht. Ja, dann bau einfach irgendwas. Die ist auch schon hoffentlich dabei. Jawohl. Spinnen reagieren überhaupt nicht auf die Impfviecher. Ah, nicht schlecht. Losgrabt. Schneller. Jetzt haben sie reagiert. Ach, falsch. Vergesst immer, dass das einzeln geht. Langsamer kommen hier. Der Raum, wo sie hinwollen. Ganz in der Nähe befand sich ein kleines Dorf, in dem winzige Geschöpfe wohnten. Pixies. Diese waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Schon allein der Gedanke an diese Kreaturen sorgte für einen widerlichen Geschmack im Gurgelhals des gargamelischen Bösen. Diese herzensputzigen Geschöpfe von der Oberwelt zu tilgen, würde die Hochachtung der Kreaturen vor dem ultimativen Bösen in ungeahnte Höhen treiben und spieltechnisch gesprochen neue Forschungen freischalten. Dies könnte sich als essentiell erweisen.
Die Schnodderlinge hatten eine der verschollenen Kreaturen entdeckt. Ein mächtiger Troll-Juggernaut, der mit einer absurden Anzahl an Lebenspunkten aufwartete und sich mit kräftigen Rundumschlägen zur Wehr setzte. Können wir das hier nicht angucken, oder was? Nee, scheinbar nicht. Was heißt hier aus dem Gargamelisch? Vergrößern wir erstmal die Räume selbst. Gold, Forschung. Nee, Digga, tut mir leid. Ich muss erst. Also, was mache ich denn? Ja, genau. Beide Gründe. Bunkraum verdoppelt. Da war noch eine. Da war noch was hergibt. Lass mal weg. Da müssen wir ja jetzt nicht zwingend hin. Produziert erstmal Gold an sich. Brauchen Kohle. Vollgas. So, dann kann ich jetzt nämlich. Dieser Raum hat eine gute Größe. Ach, hier ist ja auch noch angesetzt. Nee, weg, weg, weg. Kümmert euch erstmal um das andere. Das da. Nehmt das hier mal noch raus, bitte. Machen Sie es wieder nicht. Auf geht's, Kinder. Ich brauche jetzt nicht. Können Sie es wieder erforschen? Habe ich noch nicht freigeschaltet. Es ist Zahltag. Ja, es ist immer Zahltag. Hier. Da oben hat. Nein, ich brauche die Arena da. Vergrößern. Nein! Oh, die Kacke arbeitet. An einer kleinen Wegenge waren Holzstämme aufgerichtet worden. Mit etwas Hilfe würden diese ins Rollen kommen und den Weg kein Geld. Sperren. Naja. Ich das schon mal probieren, ich weiß gar nicht. Jetzt müssen wir mal arbeiten. So, jetzt haben die aber nichts zu tun, ja, dann sollen die dahin gehen, ja. Möglichst ohne gleich die gesamte feindliche Armee aufzuschrecken. Greife ich das jetzt einfach an oder muss ich die Jungs da oben runterhauen? Ja, genau, geht's schon los. Da oben sind einiges an Gegnern unterwegs, natürlich, ne? Schon Maprand, sehr gut. Das nimmt ein bisschen Stress raus. Und die könnte ich aber auch schon mal bauen. Ja, ein bisschen unorthodoxer Platz, aber mein Gott. Na, gibt's da niemanden? Was ist los hier? Ja, jetzt greifen sie an, natürlich. Wenn wir die Verbindung zumachen können, schon die ersten Gefieche entsorgen. Achso, sind bloß die Tiere, ja, gut, da passiert ja nicht viel.
also auf die Gefahren, dass es dich nicht interessiert, hat sich vielleicht schon bis zu dir hin herumgesprochen, ja, dass dieses Pixie-Dorf immer noch nicht zerstört ist. Ein bisschen zu stark für mich, würde ich sagen. Dass alle Sachen freischalten würde und eigentlich ziemlich wichtig ist, um diese Karte siegreich abzuschließen. Ich wollte das nur mal kurz erwähnt haben. Spann dich, Digga. Was ist denn jetzt hier? Oh, der erste Adelige reiste an. Auch Ted schon. Stark, der mit dem Winterfell und der Todessehnsucht. Er reiste gern ohne eine schlagkräftige Truppe in gefährliche Gebiete. Das gehässige Böse fing ihn ab, bevor er das Schloss erreichte. Sowieso. Standard. Ted Stark ging zu Boden. Das war fast so leicht gewesen, wie einem Baby den Lolli zu klauen. Merkwürdigerweise löste sich nahezu sofort sein Kopf vom Oberkörper. Aber das desinteressierte Böse zuckte darüber lediglich. Woran das liegen könnte, keine Ahnung. Was weiß ich, ne? So, jetzt aber hier mal fix hin. Ja, genau. Also, das brauchen wir. Der andere Heini verbessert jetzt mal Bierlagerung. So. Ohne, dass du irgendwo hingehst, anstatt zu arbeiten, Kumpel. Lass mich erstmal Gebiet erobern, dass ich hier überhaupt... Digga, mach schon wieder Stress, der Junge. Ich muss erstmal diese Bande hier Kampfschlag kriegen. Wenn du hier schon hetzen tust. Ich muss nur hoffen, dass es jetzt nicht allzu viele Gegner da oben sind. Naja, doch gar keine mehr. Na doch, da sind sie. Was kann der Dicker denn überhaupt? Ich greife hier so an. Mädels, ihr knipst jetzt mal diesen Typen aus. Hat sich ja schon erledigt. Okay. Ohne schwere Verluste. Ja, jetzt ist schon alle den Turm. Ja, natürlich haben sie es nicht geschafft. I'm not surprised. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. I'm not surprised. Mit einem lauten Rums löste sich das Holz und begrub die Straße unter sich. Diese Stelle des Weges war hiermit adeligen dicht. Ja, das sowieso. Mal alle heilen und alles tun, bitte. Ich hoffe, dass die Forschung abgeschlossen ist. Ne, läuft noch. Läuft. Ah, noch Triaden, ey. Druiden? Triaden? Keine Ahnung. Weiß es nicht. Dudes. Zentauren. Ach Gott. Oh ja, nah dran. Es ist Zahl. Werten wir es als nah dran. Dazu und Level up. Nein, ihr sollt nicht. Ja, okay, ihr könnt schon. Aber die anderen sollen gefälligst ihrer Arbeit nachgehen. Jetzt am besten. Das hat noch immer noch nicht. Ach, hinne! Alter, du forschst jetzt oder ich flipp aus. Danke! Falsch. Zurück. Nein, auch nicht. Oh, ich werde es nie lernen, glaube ich. Oh, ich habe keine Ahnung, ob ich noch Geld habe. 2, 4. Reicht das für 2 Becken? Alter, war das teuer. Ring errichten. So, du direkt hierher, komm da rein, auf geht's. Ich brauche einen Heiler, ganz
verdammt nochmal, dringend. Das Kampflevel kommt dann schon, da mache ich mir keine Sorgen. So, das ist das Ganze, das soll ja effektiver sein, so. Geht das überhaupt? Der ist auch dann Durchgang zu. Ist das mal weg. Nee, wir brauchen das da. Vollgas. Ah, sehr schön. Dann die andere. Müssen die Kreaturentypen auf andere Stufen bringen, sonst gehen die hier drauf. Der ist schon auf dem höchsten. Dann kommst du gleich mal hierher. Weiter geht's. Forschungsabteilung. Räume, habe ich noch nicht genug Gold. Okay. Türen fallen. Was habe ich denn? Türen. Brauche ich auch nur Gold. Überall viel Gold, ey. Keine anderen Probleme. Es wird. Ha. Will das nicht auch Auswirkungen auf die... Ja, genau. Da muss ich aufpassen. Warum willst du ja Zeit, dass ich das mal erforschen darf? Danke. Das Dorf platt machen. Ha. Das macht er jetzt verschönert. Den muss ich dann leveln, das geht ja hier auch zum Glück. So, was ist denn jetzt der Haufen? Die chillen, die kämpfen, die tun, die handeln. Wir werden Darm dann mit dem Leveln. Beide fertig? Das glaubt man ja fast gar nicht. Fein da. So, jetzt will ich aber. Ne, wir leveln. Den großen Dude. Boink! Oh, das sieht schon gemein aus. Leveln kann er ja nicht mehr, ist ja schon. Da will ich ihn zurückleveln. Nee, ein weiterer Adliger war auf dem Weg zur Hochzeit des neuen Königs. Waldo Frey, der für seine launigen Feiern bekannt war und dessen Gefolgschaft sich komplett aus dem eigenen Nachwuchs rekrutierte. Obwohl Waldo ein Meister der Unauffälligkeit war, würde das starrsinnige Böse ihn nicht zum Schloss durchdringen lassen. Okay, dann halt hier zwei auf die große Kampfgruppe bringen. Anzahl ist ganz schön mickrig, Leute. Die hätten sich beim Namen geben, etwas mehr Mühe geben können. Statt nur einfacher Bauer. Mühelos hatte das
genau hinsehende Böse Waldo Frey entdeckt und vernichtet. Dieser hatte sich zum letzten Mal versteckt. Jetzt habe ich es gerafft. Waldo, natürlich. Ah, mein Gott. Ja, manchmal ist man etwas langsam unterwegs. Halt, Truppe. Jawohl. So, ich brauche mal ganz schnell meine Damen wieder. Ich brauche ganz fix, dass die Forschung beendet werden. Na gut. Ihr müsst weitermachen, auf geht's. Ich will euch auf dem nächsten Level sehen. Ich brauche euch als große Kampfbots, dann seid ihr auch kampftauglich. Hoffe ich zumindest, dass es geht. Oder ist es hier wieder gesperrt? So, ja. Dann muss ich mal noch das Dorf angreifen. Das muss ich dann auch gleich machen am besten. Jetzt warte ich jetzt nur schnell die Upgrades ab. Damit die Nasen alle entsorgen können. Jawohl. So, ihr aufsteigen, Kinder. Aber können sie es jetzt wieder nicht. Das weiß man hier immer nicht so richtig. Wir sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, die trainieren bloß. Okay, dann geht's hier nicht. Dann wieder Abmarsch hier rein, ganz fix. Nicht die beiden hier noch leveln? Oder heilen die dann nicht mehr? Ich weiß das gar nicht. Aber die scheinen auch nicht aufwerten zu können. Nee. Nope, nope. Dann habe ich es noch nicht freigeschaltet wahrscheinlich. Dann erstmal wieder da rein, aufleveln. So, wo ist denn mein letzter nicht gemachter? Du musst hier rein. Du musst trainieren. Ja. Ah, falschen genommen, egal. Jetzt müssen sie erstmal alle zum Dienst. Meine Fresse. Stirb doch mal weniger. Na, geht sogar freiwillig rein zurück. Gefällt mir. Ja. Muss ich für den Dude dann auch bald die Basis? Der kann ja auch was tun. Halt. Der kann ja auch forschen. Ach, dann sogar die Falle gesprengt. Diese. Ah, das Gebäude war auch recht groß, gell? Nicht genügend Gold. Ja, gut, das sowieso. Ach, jetzt haben wir es schon wieder abgebaut, so ein Mist. Ah, schnell, schnell, schnell. Gold, 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 Gold. Danke für die Info, Geige. Wieder rauf, weil da oben ist ja noch so ein Teil dann wahrscheinlich. Den werden wir brauchen. Auf geht's, Kinder. Oh, das dauert alles wieder viel zu lange. Dürfte sich jetzt alles entwickelt haben. Ja, gut, hier wäre jemand anders trainiere. Das ist mir wichtiger. Müssen wir
man denn da hin ungefähr? Hier, oder? Wäre alles frei auf jeden Fall. Das ist eine Goldader. Gucken wir doch mal, wer zuerst ankommt. Ah, eine gute Ader. Ja, nee, halt, das hält jetzt bloß auf. Zahltag. Ach. So, Dickerchen. Der holt sich Gold. Irgendwo. Ja, dich habe ich jetzt eine andere Aufgabe. Du darfst hier rein. Ah ja. Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde entdeckt. Nee, das brauche ich nicht. Das hier brauche ich. Das ist alles schon. Das ist auch nix. Das hier. Ja, ja. Schnodderlinge hatten eine der verschollenen Kreaturen ausgebuddelt. Ein mächtiger Ork-Eisenpelz, der dank seiner unglaublich harten Rüstung auch die kräftigsten Schläge mit einem Gähnen quittieren konnte. Mit Freuden kehrte er in die Armee des ultimativen Bösen zurück. Nehmen wir. So, ich grab jetzt alle mal fleißig hier aus. Und dann kann ich nämlich langsam da oben anfangen, Radau zu schieben. So, da müssen wir da rausgehen. Aber hier. Die sollen weiter bauen hier. Ein weiterer Adliger kündigte sich an. Jamie Oliver. Nein, Lancaster. Entschuldigung, ich habe mich verlesen. Ja. Koch und Kampfkünste waren legendär. Das grimmig dreinblickende Böse war davon wenig beeindruckt. Am Arsch. Alter. Ah, es greift direkt an. Auch nicht schlecht. Gut, er kann da oben eh nicht lang, aber ich fange ihn lieber so ab. Bevor er wieder drin ist. Jamie Kennedy da. Ich meine, Lancaster. Lag am Boden. Besiegt durch die Horden des ultimativen Bösen. Was würde seine Schwester nur dazu sagen? Es beginnt ein weiterer Angriff. Dahin, jetzt! Ja, vielleicht nicht außen rumlaufen. Digga, was machst du denn da? Ist das nervig. Sammeln. Zurück, zurück, einfach alle zurück. Eieiei, Kinder. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ja, ich weiß. Mei. Halt, das finde ich nicht.
schon fertig. Bisschen Bunker rumsteigern für alle Fälle. Sagen, plätten wir das Dorf mal, oder? Oder kann, ja, ich kann eh noch Truppen ausbilden, siehst du mal. So eine, so einen hier noch. Gleich beide antreten und da rein hier. Auf geht's. Ja, dann sollen sie leveln, mein Gott. Ja, das kriegen wir dann schon. Da. Spiele ich wieder so lange. Ja, so sind sie schon echt lange unterwegs. Das ist echt nicht gut auf Dauer. Eieieiei. So viele kulturellen Anspielungen muss man ja gerade aufpassen. Altwitsch, das ist dieses Tor. Na egal, wir nehmen einfach alle mit. Es wird schon irgendjemand irgendwo ankommen. Da lassen wir die mal da. Ach, die setzen wir nur. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Hier rein. Oh, her damit, weg, alle waren weg. Das Viehzeug platt. Hier ist natürlich. Achtung, jetzt folgt jetzt schlechter Witz. Gold wert. So. So, Kinder. Jetzt kommt der dicke Reibach. Ah, ich liebe sowas. Herrlich. Hab ich noch irgendwo Gold gesetzt? Ich dachte, ich hätte alles deaktiviert. Nein, er sollte es abschalten. Erstmal. Bis ich weiß, was hier abgeht. Der Dungeon des ultimativen Bösen war voller Götterspeise. Unsichtbarer Götterspeise. Nee, ist klar, Digga. Der andere. Nee, der da erforscht noch. Auf geht's, Jungs, wir haben zu tun. So, das dürfte eigentlich genug Arbeit für alle kleinen Imps sein. Schon hier noch geht noch nichts.
Dann raiden wir gleich die ganze Landschaft kaputt. Beziehungsweise das kann man gleich komplett dicht machen eigentlich. Wieso trainiert eigentlich niemand? Beziehungsweise falsch, nicht so. Ah, du. Da rein. Sofort. So, dann kann ich jetzt aber auch hier tauschen, nämlich du gehst da rein und du gehst da rein. Der forscht noch, baut und schmiedet noch. Alle schön Vollgas, Jungs. Da geht's erstmal nix. Da auch nicht. Und wieder ein Adliger, der sich auf dem Weg befand. Gott, das fühlt sich ja langsam nach einem Tower-Defense-Spiel an. Dieses Mal handelte es sich um Jontron Snow. Um Zeit zu sparen, wurden hier lustige Sprüche wegrationalisiert und das ultimative Böse plante stattdessen einfach nur seine Vernichtung. Was? Hallo? Ohne lustige Sprüche geht gar nicht. Jetzt habe ich die auch nicht genommen. Du, zurück. Was zu tun? Nicht sterben, ihr dämlichen Idioten. Lass mich raten, das Gebiet gehört mir nicht, also kann ich sie nicht zurückpfeifen. Na, ganz toll, großartig gemacht. Mist, wo ist denn die Forschungsabteilung? Du, da, dieses Ding schon. Wie zu erwarten, konnte auch Jontron Snow dem ultimativen Bösen nichts entgegensetzen. Mein nichts, Gott. Jontron Snow. Vor allem, weil du jetzt tot bist. Nein. Oh Gott, ist das lästig. Das ist schon ein bisschen arg umständlich teilweise. So, die kann ich jetzt vergessen, wa? Ist nicht mein Gebiet. Wie mache ich das zu meinem Gebiet? Hier ist ja nichts. Toll. Ganz toll ist das. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Lasst euch doch mal was anderes einfallen. Rausschmeißen, gell? Oder will der auch rausgehen, um den zu holen? Nee, macht er nicht. Hast du eure Freunde nur liegen? Ja, ja. Na, ist schon weg. Hat sich schon wieder erledigt. Wenn eine Misttruppe schon so viel Schaden anrichtet, was soll das dann werden mit dem Dorf? Warum seid ihr nicht hier drin? Das ist was, macht mich wahnsinnig, ey. Naja, immerhin. So, genau, du hier rein. Irgendeiner von euch einfach trainieren.
Wie ich mich schnell um den anderen Kram kümmere. Ich muss den Dings erforschen. Den da. Das und das brauche ich. Auf wie? ASAP. Ja, wobei eine Steine werfen, aber ich habe nämlich auch. So. Auf die Gefahr hin, es zu vergeigen. Fertig, jawohl. Und die Kleinen bleiben hier, weil die taugen gar nichts. Arp, arp. Das war mein Lieblings-Soundeffekt. Vorerst. Dann kann die nämlich dann dafür sorgen, gleich. Holt euch doch mal die Bären hier, wenn die schon hier so rumchillen. Keine Bücher? Oh, schade. Gut, ich kann eh nicht lesen, aber trotzdem. Kann ja wenigstens so tun, als ob, oder? Anders. Ködern die mal da raus. Kommt. Naja, gut. Das Aufsplitten hat jetzt nicht so funktioniert. Aber das Feuer konzentrieren wird dafür umso mehr funktionieren. Es ist Zahltag. Ein weiterer Adel. Moment, das ist kein Adliger. Peter Relish kümmerte sich um die Finanzen des Reiches. Eigentlich war er kein Adliger, doch er wurde von allen aufgrund seines Tourette-Syndroms nur Lord Middlefinger genannt. Selbstverständlich interessierte sich das ultimative Böse nicht für solche Trivialitäten, natürlich, sondern sorgte alsbald für sein Ableben. Achso, doch. Na, ich dachte jetzt schon. Wie muss denn der Typ abbiegen? Das Pixie-Dorf wurde durch die Horde in Schutt und Asche gelegt. Diese herzzerreißend böse Tat machte unter den Kreaturen des heimtückischen Bösen schnell die Runde. Beschwingt von solch amoralischer Glanztat begannen die Schnodderlinge Pläne für einen noch imposanteren Thronsaal zu erstellen. Bling! Yeah, Achievements! Achievements! Entschuldigung. Ich war kurz abgelenkt. So, der muss eh da unten lang gehen. Boah, ich will eh bloß hier warten, bis er kommt, oder? Ach, wurscht, fangt ihn ab. Hat irgendwie. Ja, hat haufenweise Kriegerinnen dabei. Ja, wie dann? Bleibt mal da stehen, bis er sich in Bewegung setzt. Jetzt habe ich mein Gold nicht. Dieses Krankenhaus ist mehr als zu klein. Wie
Wieso werde ich die angegriffen? Soll doch gar nicht angreifen. Okay, wir brauchen jetzt ganz schnell dieses Defi-Ding. Zackig. Seine verbalen Ausfälligkeiten konnten Lord Middlefinger nicht vor den geifernden Kreaturen der Horde schützen. Was habt ihr jetzt wieder verloren? Er würde den Feierlichkeiten leider fernbleiben müssen. Mal, wer ist da oben eigentlich noch? Da dürfte doch überhaupt keiner mehr am Leben sein. Ich hab doch gerade eine Kreatur verloren, was war das? Ich sehe da nichts. Das ist das Zeichen schon weg. Liegen sogar zwei Kreaturen, ey. Leute. Da steht sogar noch ein Wachturm. Ach, Scheiße. Zu spät wieder mal. Was habe ich verloren? Habe ich natürlich nicht aufgepasst, ob das Gebiet übernommen wurde, aber es sieht nicht so aus. Da steht da noch so ein Ding. Wenn ich jetzt selber welche hinbauen könnte, das wäre cool. Ja doch, wurde übernommen. Ah, okay, gut. Nützt jetzt auch nicht viel zurück. Was liegt näher? Der liegt näher. Geht da lang zurück. Das normale, ihr werdet einfach mal. Ja, die sollen einfach leveln, die brauchen Kampfkraft. Ja, läuft doch ganz gut. Noch einiges. Ah, waren denn die Raum-Upgrades hier? Das da brauche ich. Yum, yum. Ah, da geht noch was. Es ist zahlbar. Ihr mich auch. Auf geht's, Jungs. Es geht schneller. Das sind doch Unterschiede. Das soll das den Weg darstellen, die gehen sollen. Wie viele Anliegen kommen da eigentlich? Gibt es da ein Limit? Oder muss ich einfach irgendwann die Stadt angreifen? Dann kann ich in der Zeit auch noch hier die Map ausgraben und Kram suchen.
Ach, eine Mana-Ader ist das, glaube ich. Nope. Ja, doch, können sie schon machen an der Zeit. Nein. Entschuldigung. War Absicht. Offensichtlich gibt es in diesem Reich mehr Adlige, als mir lieb ist. Ein weiterer von ihnen, Ransom Bolton, war auf dem Weg. Über ihn gab es wenig Gutes zu berichten. Seine Vorliebe für Folter machte ihn dem ultimativen Bösen eigentlich sympathisch. Trotzdem würde er die Burg nicht lebend erreichen. Was würde eigentlich passieren, wenn doch? Verliere ich dann? Oder kriege ich dann eine Riesenarmee am Arsch? Sieht hier oben immer so wenig aus. Ja, wie die meisten daneben gefallen sind. Ganz großartig. Auf geht's, Kinder. Das sind schon wieder welche daneben. Ich glaube, ich spinne, ey. Greif einfach an. Na, Leute. Auch wenn Ransom Bolton dank seines Fables für ungewöhnliche Folterpraktiken in den Augen des ultimativen Bösen kein schlechter Kerl gewesen war, hatte es doch darauf bestanden, sein Ableben sicherzustellen. Kein schlechter... Moment. Entschuldigung. Okay, noch einen hin? Ne, da ist es schon zu klein. Egal, Hauptsache es funktioniert. Ab in die Betten. So, die Effektivität verstärken, habe ich mal gehört. Oh, da ist ja noch einer. Was ist mit dir, Digga? Was ist los, Gottschalk? Ah ja, komm. Wo werden die eigentlich hingebeamt? Ach, direkt am Tor. Das ist natürlich sehr gut. Komm, wirklich. Jetzt kommen sie in kürzeren Abständen. Mal ein bisschen aufpassen. Das muss auch gleich fertig sein. Ja, saufen. So, das sollte ja jetzt machbar sein, dass mehrere arbeiten können, habe ich mir mal sagen lassen. Efficiency! Move it. Was? Ja, jetzt greift dich an, die hier schon. Dem Ding war recht groß, gell? Jetzt war aber einen von den kleinen weg. Warte mal, brauche ich gar nicht. Ich kann ja noch später noch mal erforschen. Damage. Damage. Mehr Damage ist immer gut. Gib das mal den da. So, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Verbessert irgendwas. Brauche nicht. Dabei was. Heilungskräfte müssen wir mal verbessern. Vergrößern müssen wir die Bude auch mal, dass der nächste es ist einziehen kann.
alles schön ausgegraben, ja. Nein. Das ist noch so ein Ding. Ach komm. So. Da geht es ja jetzt schon mal nicht mehr weiter. Da stehen verstärkte Einheiten. Hier oben haben wir alles geklärt. Da wäre vielleicht noch was. Gehen wir mal von unten nach oben durch. Mit, ist völlig egal. Außer die eine, die nicht heilen kann. Ich hab doch schon wieder einen falsch abgesetzt, ja. Geh doch mal dahin, ich will ein bisschen Map aufdecken hier. Zu Restecken. Vielleicht doch irgendwie was geht da oben, kann man hier lang gehen scheinbar. Sanddorn Vegan war ein gefürchteter Krieger und gerade auf dem Weg zu Joffreys Hochzeit. Das unachtsame Böse würde vor seiner starken Armee auf der Hut sein müssen. Dennoch durfte er unter keinen Umständen die Hochzeitsgesellschaft erreichen. Unachtsam? Also bitte! Ich doch nicht! Wieder rein da. Dann holen wir uns die Teile nämlich schnell und dann rainen wir den Heini da oben weg. Klick, 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 klick. Ist ja blau irgendwann von. Mein Gott. Ja. War im Original besser das Menü. Wenn wir es so angemerkt haben. Ey, die hauen ja schon ab. Hella. Hinterher. Einfach bibsch noch einmal. Boah, das ist nicht schnell. Kann ich hier schon? Ja. Kann ich hier irgendwie stoppen? Nee, oder? Oh, die stoppen nicht. Scheiße, das ist nicht gut. Hinterher, Kinder. Jetzt. Wunderbar. Ihr auch. Das Ding ist echt cool. Das ist ihr eigenes Gebiet noch, das heißt, ich kann hier schön. Sanddorn Vegan hatte seinen letzten Tee geschlürft und lag wie ein geprügelter Hund am Boden. Abermals triumphierte das gewaltbesessene Böse. Das scheint der letzte gewesen zu sein. Ah, doch nicht. Okay, ich muss langsam welche Offensive einleiten. Sonst dauert es wieder 3 Stunden. Was machst du hier eigentlich? Du darfst doch gar nicht mitspielen.
Auf geht's. Move it, move it. Er wird geheilt. Warum trainiert von euch eigentlich niemand? Ihr sollt doch stärker werden. Ja, ich weiß. Wir sollen doch einfach nur leveln. Spiel. Oh, könnt ihr was anderes? So, wie weit sind diese Dudes eigentlich? Also, die brauchen beide noch. Und größer muss die Hütte ja nicht machen, gell? Dann kann ich ja. Super, dass sie danach vom Vorbeigehen heilen. Oh. Hauptsache Geld holen, wa? Karl Franz von Reichsland war auf dem Weg, um Joffrey zu seiner Hochzeit zu gratulieren. Besonders bekannt war er für seinen Kriegshammer. Verstanden? Kriegshammer. versteht ihr nicht? Naja. Egal. Haltet ihn auf. Ich muss jetzt leider zugeben, dass Zugi nicht verstanden habe. Ich habe keine Ahnung. Kriegshammer. Ich raff's nicht. Warhammer? Ah, verdammt. Warhammer. Ja, okay. Ist ja gut. Hass mich nicht für meine Dummheit. Ich darf das. Katze geht mir aus dem Bild, ich sehe nichts mehr. Der Arm ist mir auch noch eingeschlagen. Oh Mann. Aus hier, sonst wird vorwärts geht auf der Map. Karl Franz von Reichsland hatte der Horde wenig entgegenzusetzen und wurde vom Chaos geschlagen. Das wird ihn lehren, sich in ein anderes Fantasy-Universum einzuschleichen. Jetzt habe ich natürlich die Warhammer-Originalspiele wieder nicht gezockt, jetzt weiß ich den Witz natürlich nicht. Was den da auch schon gab, keine Ahnung. Ja, jetzt wollte Unwissenheit wieder zugeben, öffentlich. Das ist nicht gut. Ein bisschen Aufklärung und dann. Irgendwann muss das Ganze doch mal enden. Jetzt werden die Abstände immer kürzer. Einfach weiter forschen, oder? Bis ich alles weg habe. Oh, was ist das denn? Vor allem, wir rennen da einfach rein, ohne mir was zu sagen. Lock den mal weg, wo sie die meisten eh schon umgelegt haben. Okay, dann mal ran an das hier. Ah, schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und wenn wir den Abschnitt zumachen, da ist doch sicherlich noch was zu holen. Oh, also er sollte vielleicht doch alle töten, bevor man auf den nächsten stürzt. Ja, so wird das Ganze doch schon stabiler. Da scheint die recht starke Truppe zu stehen. Oh, es ist weit. Okay, geht mal dahin. In der Zeit schon hier rein. Wo ist eigentlich? Ist da schon wieder einer?
unerlaubterweise unterwegs. Du, da, zurück. Das ist ja schon der nächste Wandruck. Ein weiterer Adliger abbrechen. Hört das denn nie auf? Dieses Mal war es Marthas Enemenetil. Marthas trauerte noch um seinen Vater, der kürzlich unter mysteriösen Umständen gestorben war. Marthas? Das ultimative böse Spur, ihn alsbald wieder mit ihm zusammen zu bringen. Ich weiß ja nicht. Langsam wird's auffällig, Jungs. Bring doch hier mal die. Denn der. Was ist er denn? Der kleine Wicht. Da ist er. Ich kann jetzt die Heiler ausschalten. Und dann bricht der Rest von ganz alleine ein. Marthas Enemenetil war bezwungen. Wieder einmal hatte das ultimative Böse gesiegt. Moment mal, bewegt er sich noch? Nein. Habe ich mich geirrt. Nicht, dass der am Ende als Untoter wieder aufsteht. Nein! Oh Mann, oh. Oh je. Hilfe. Das wäre doch für keinen Gag so schade, oder? Zahltag. Ah, schön, nee. Wo hab ich's denn eben gesehen? Wo war's denn gerade? Da ist es. Ja, jetzt habe ich ja nicht genug Kisten. Alle Welt rennt wieder irgendwo hin. Enemenetil, Alter. Okay, das sind Ritter, aber es sind nur die drei. Dungeon wird angegriffen. Oh, da habe ich wohl ein wenig vorgegriffen. Keine Angst, alles ist gut. Ihr müsst keine weiteren Verteidigungsanweisungen. Ja, ja. Das ist mal eine subtile Warnung gewesen, oder? Ja, dieses Dorf hier wegpusten, dass ein bisschen was vorwärts geht in der Gegend. Kleiner Wichskopf, ey. Na genau, hier keine Ogre erlaubt. Geh weg. Ah, oh, da ist die Stadt. Oh, zurück. So, dann dürfte es das hier soweit gebietsmäßig erstmal gewesen sein. Kommt doch mal hierher. Nee, wir gehen jetzt arbeiten, Diggas. Ah, Leute. Alles hat ein Ende. Auch der Tross der anreisenden Adligen. Der letzte von ihnen war auf dem Weg. Oberin Martell hatte sich aufgemacht, um den Mörder seiner Schwester zu finden und verkaufte nebenbei drolliges Spielzeug. Beides würde ihm kaum helfen, denn das ultimative Böse hatte seinen Tod bereits besiegt. Oberin heißt der. Ich dachte... Ah, schon ein bekloppter Name. Egal. Dem das wohl wirklich der letzte ist, kann ich mich danach wohl auf eine Schelle einstellen. Darum Vollgas. Das ist lästig. Das ist wirklich lästig. Ja, jetzt war doch alle, okay. Ja, dann jetzt hier schnell. Ich habe den Rest der Map sowieso soweit geklärt. Wobei ich dann unten nochmal lang gehen werde. Sicherheitshalber. Na, den da zuerst. Ach, der schickt ja gar nicht. Das ist ausgestärkt hier. Nee. Ach doch, da, okay. Alles oben.
Wenn Mattel zu Boden ging, entglitt seinen Händen eine interessante Spielzeugpuppe mit einem unrealistischen Schönheitsideal. Es wäre faszinierend gewesen, dies weiter zu verfolgen, aber das ultimative Böse hatte keinen Sinn für Spielzeug, sondern lediglich für Chaos und Zerstörung. Mal schön ins Herz verteilen, dann sind sie eher, wo sie hingehören. So, jetzt Mädels, Vollgas, wir brauchen alles. Und ich brauche vor allem Fallen und so ein Gedöns. Die Imps müssen wir hier weiter ausbauen. Hier unten sieht es nicht mehr so aus, als gäbe es noch was. Ich grab mich jetzt trotzdem mal kattenreiß geradeaus hier unten rein. Schließlich hatte die endlose Reihe von Hochzeitsgästen doch ein Ende. Die Feierlichkeiten im Schloss würden nun bald beginnen. Das hochzeitskraschende Böse vermutete, dass es ungefähr 6 Minuten dauern würde, bis sich die Hochzeitsgäste genug Mut angetrunken hatten, um einen Großangriff auf den Dungeon zu starten. Das heißt, ich muss den Angriff so oder so abwarten. Gas, Kinder. Okay, dann muss ich jetzt Forschen erstmal einstellen. Diese beiden Goldadern kurz deaktivieren. Die weitergraben. Vielleicht findet man ja noch was. Ich würde daher natürlich gerne mal die erhöhte. Okay, dann kann ich nämlich noch ein paar Trolle, ein paar Dings rufen. Noch ein bisschen Level. Das Herz sollte ich aber auch mal sichern. Wrong. Es ist Zahltag. Ja. Oh, halt, warte mal, ich gehe da durch, dann lieber nicht. Ja, man kann da auch abkürzen, okay. Ja, ist ja gut. Wie immer mit einem Zahltag. Könnt ihr auch mal was anderes? Ja, gut, da könnte man wahrscheinlich noch hochgehen. Das heißt, hier kämpft für euch. Wo bist du bitte? Da rein. Oh, ich hab die Schnauze voll von euch. War doch gar nicht so schwer. Das kann ich passen, da jetzt 4 rein. 3 bloß. 3 eigentlich bloß, oder? Die vierte muss woanders hin. Die muss hierher. Da rein. Auf geht's. Du sollst nicht pennen, du sollst arbeiten, verdammt nochmal. Sag mal. Da gab's nichts zu finden, war? Ne. Dann. Hätte ja sein können. Diese hier noch.
hier ist wieder mal niemand. Weil Gründe. Genau, lümmelt untätig herum, kriege ich schon das Kotzen. Ist auch nicht zu machen. Mein Gott, Kinder, ich dreh bald durch hier. Ah, jetzt auf einmal, Kinder. Ja, sehr sinnlos untätig sind, dann krieg ich einen Hals. Ja, ist nicht egal. Hauptsache, er tut was. Die Hochzeitsgesellschaft war vollzählig. Kurzerhand beschloss diese zur Feier des Tages, den nahen Dungeon anzugreifen. Den Dungeon des ultimativen Bösen. Das Böse kicherte innerlich und machte sich für die anrollenden Angreifer bereit. Ja, mehr oder weniger. Das Herz ist immer noch nicht gesichert, oder? Die Frage ist, von wo kommen sie jetzt wieder? Warum trainiert hier eigentlich niemand? Mir doch egal, er soll einfach trainieren. Ich wehre mal den Angriff ab. Wo sind die alle? Oh, sind die alle mit den Türen beschäftigt? Hier ist das Gold dabei nicht, Kinder. Zahltag. Da. Das ist schon eine recht große Truppe, die da kommt. Die sich nicht entscheiden kann, wo sie kommt. Wenn sie die kleinen Wichser dabei haben, bringen wir die Fallen auch nichts. Die haben sie dabei. Und da sind sie auch schon. Ah ja, gerade mal Karg, eine clevere Idee. Es sind Feinde in eurem Dungeon.
kann ich Ihnen keine Befehle geben. Das würde ich jetzt sagen, greift doch mal das andere Vieh zuerst an. Die große Offensive der Allianz war gescheitert. Die Kreaturen des abwehrenden Bösen jubelten. Das ultimative Böse fand solch ein Verhalten zu kitschig, gab einigen feiernden Schnodderlingen eine warnende Ohrfeige und begann mit den Vorbereitungen für einen Angriff auf die Hochzeit. Muss ja jetzt gar keine Gäste mehr sein, wenn alle tot sind. Die ausrückenden Hochzeitsgäste ließen König Joffrey in der Sicherheit seines Schlosses zurück. Doch war die Anzahl der Wachen verhältnismäßig gering. Dies war die Gelegenheit für das heimtückische Böse, Vater und Sohn wieder zu vereinen. Im Tod. Hey, diese Theatralik den ganzen Tag. Mehr oder was? Ja, forsch einfach alles. Es wird schon das Richtige dabei sein. Und einer muss halt so Kisten herstellen. Okay, dann passt es. Auf geht's, Jungs. Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ja. Ein Spinnennest wurde entdeckt. Cool, her damit. Entschuldigung. So, er macht mich wahnsinnig. Bleib jetzt da drinnen. Es ist Zahltag. Manchmal glaube ich, er macht das mit Absicht. Irgendwie hat sich die Truppenanzahl vermehrt. Ah, egal, kriegen wir schon kaputt.
Das wäre so eine Ader, sehe ich gerade. Wenn eine fette Ader, die unendlich hält, nicht reicht, ne? Brauchen wir eine zweite? Wenn ihr jetzt wieder alle nutzlos hier in der Gegend rumsteht, bitteschön. Oh, was ist denn los heute? Ich weiß gar nicht, ob der stärker ist, der Eisenfels. Es kommt eine Angriffswelle, aber sie ist eher mickrig. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Muss ja nicht alle bewegen, wenn es nicht sein muss. Hier muss ich noch Aufklärung betreiben. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ich bin doch hier schon mal raus, darum ist das Gebiet hier nicht aufgeklärt. Viele Hasen. Ja, war nix. Nee. Ja, dann werden wir der Sache doch mal ein Ende setzen. Dem Gefiech hier. Überall. Das schrie ja so eine Ader, das gibt's doch nicht. Wenn man sich das natürlich merkt und direkt dahin gerät, hat man gleich viel weniger Probleme Anfang des Spiels natürlich. Aber wir gehen von hier unten aus. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Eklig. Haut sie weg. Wir nehmen jedes Level mit. Es ist Zahltag.
komisch aus. Ist das so ein blinder Bereich oder was, den ich nicht sehen darf? Wurscht, wir machen die Bude jetzt platt. Ups. Wenn da nichts mehr zu holen ist, dann... ob hier noch irgendjemand wohnt, der entsorgt werden muss, und dann gibt's einen Raid. Das geht nämlich auch andersrum, liebe Helden. Hier, böse Lach. Natürlich kommt jetzt so eine Idiotentruppe an. Oh mein Gott, ey. Ja, Kampfschafe. Ja, wo ist der Rest? Auf geht's, Kinder. Wenn vergessen wird. Den Kampfschaf habe ich vergessen. Ah, siehst du, nochmal Gebiet gut gemacht. Ha. Na los, dann. Auf geht's. So, schaut mal schon den Turm. Vorsatz. Sieht nicht gut aus. Wer greift denn da so massiv an? Was ist das? Lass mich raten, geht wieder nicht. Ja, ja, komm. Ja, so viel dazu. Verluste will ich gar nicht wissen. Oder sie alle retten können? Echt? Jetzt gar nicht gedacht, dass das trotzdem klappt. Hab ich den Heilomat denn schon komplett gelevelt? Gibt es hier auch noch Möglichkeiten? Sieht fast so aus. Na, da ist er nicht mehr, das ist alles schon. Man könnte das hier trotzdem alles mal machen. Das sind nur die Dinger. Ja, habe ich tatsächlich alles schon. Ich dachte jetzt, ich krieg noch was zusammen. Okay, dann halt nicht. Ist mir auch recht. Na los, Jungs, ihr habt genug zu tun. War alle. Ja, und halt nicht sterben. Ich bin immer noch krank. Ja, du da rein. Vollgas. Schiene abgeschlossen, oder was? Ja,
Also langsam gibt's nichts mehr zum Abbauen, wa? Ah ja, der nächste Haufen im Anflug. Er liegt da und chillt einfach. Es ist Zahltag. Ah ja, klar. Der Zahltag kommt ein bisschen schnell in diesem Spiel. Und ich auch irgendwie nirgendwo sehen kann, wann der nächste Zahltag ist. Wie lange sie dafür halt auch alle brauchen, immer. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Was hast du jetzt für ein Problem? Problem gelöst. Ah, Kinder. Ihr seid so einfach gestrickt. Kommen wir jetzt von unten. War die andere hier dann noch so eine gesehen da? Mal alles abbauen, da wird schon das Richtige dabei sein. Geh
Geht euch das alles etwas zu langsam? Ihr könnt im Premium-Shop für lediglich 100 Euro 20 Edelsteine erwerben und mit denen die Arbeit beschleunigen. Moment, das ist gar kein Free-to-Play-Titel. Oh, dann vergesst, was ich gerade gesagt habe. Vor allem den Gag hatten wir schon mal. Digga, wiederholst du dich jetzt? Ist es jetzt soweit? Ködern kann ich die Vögel halt auch nicht vorbei. Warte, aber das ist gar keine Truppen mehr übrig. Wo sind die alle? Ich habe doch niemals alle erwischt letztes Mal. Da ist noch eine kleine Wacheinheit. Oder nicht einmal. Haben die Frau schon erledigt, ups. Die Königin ist schon gefallen. So, jetzt vernichten wir das Gebäude noch schnell, während die sich eh mit dem Typen prügeln. Nee, so, jetzt kriegt er auch keine Versteckung mehr. Game over, kleiner Mann. Des partypupenden Bösen bereitete König Joffrey und seiner Hochzeitsgesellschaft ein jähes Ende. Dieses Ereignis würde in den Geschichtsbüchern später einmal unter dem Namen Blutige Hochzeit zu finden sein. Nicht sehr griffig, ich weiß. Aber zumindest gab es keinerlei Lizenzprobleme. Dessenungeachtet wandte sich das unsägliche Böse nun seinem Hauptziel zu, Königsschlund. Oh Mann. Aber wieder schön lang dieses Mal. Ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht früher als das letzte Mal. Und tschüss.